Wann hast du das letzte Mal was Spontanes gemacht? Etwas wirklich Spontanes? Ich schon lange nicht mehr. Also bestelle ich heute ein Taxi zum Flughafen. Hi, hallo. Frag den oder die Taxifahrerin nach ihrer Herkunft. Ich habe eine ungewöhnliche Frage. Darf ich Sie fragen, aus welchem Land Sie kommen? Und reise dann komplett spontan dorthin. So random, aber so geil. Glaubt mir eins, es wird ein crazy Video. Viel Spaß. 7 Uhr morgens aus Frankfurt. Ich habe meine Sachen gepackt. Einen kleinen Rucksack seht ihr. Und damit geht's jetzt auf Reise. Das Ding ist nur, ich weiß noch nicht wohin. Kann sein, dass es Buxtehude, Madrid oder Istanbul wird. Wenn ich irgendwann nach Deutschland muss, fahre ich Zug vom Fährbahnhof. Ansonsten steige ich ins nächste Flugzeug. Übrigens, Shoutouts an Simon Wilson, bei dem habe ich das so gesehen. Genug gelabert, jetzt wird's ernst. Wir buchen unser Taxi. Flughafen Frankfurt. Scheiße, ich bin aufgeregt. Natürlich, wenn es jetzt ein Land sein wird, wo ich kein Visa für kriege oder wenn es ein Kriegsgebiet ist oder so, dann werde ich mir natürlich ein zweites Taxi suchen. Okay. Ankunft in 9 Minuten. Der Fahrer heißt Navet. Hi, hallo. Wo fahren wir hin? Zum Flughafen. Terminal 1, Terminal 2. Das klären wir jetzt. Frage meinen Taxifahrer, sie, wo ihre Wurzeln liegen. Und dann reise ich dorthin. Meine Wurzeln liegen in Pakistan. Ciao, ciao. Okay, shit. Pakistan. Alter, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil das ist ein sehr langer Flug. Pakistan. Nach ein bisschen Research hat sich aber ein Problem aufgezeigt. Boah, ich hätte krass Bock auf Pakistan, ne? Aber das Problem ist einfach das Visum. Das Auswärtige Amt sagt, Visa und Arrival sind nicht empfehlenswert. Und Online-Visa dauern 10 Tage. Deswegen muss ich jetzt nochmal einen Anlauf starten. Back at it again. Also, zweiter Versuch. Sein Name ist Selçuk. Schauen wir mal, wo er herkommt. Hi, Selçuk? Ja. Perfekt. Ich habe eine ungewöhnliche Frage. Darf ich Sie fragen, aus welchem Land Sie kommen? Aus Mazedonien. Mazedonien? Ja. Aus welcher Stadt? Skopje. Okay, dann lass mich Terminal 1 raus, dann fliege ich jetzt nach Skopje. Was muss ich in Skopje sehen? Das ist ein Matka, Canyon Matka. Das ist sehr, sehr, sehr gut, natural. Weißt du, was wir machen? Ich gehe in diesen Canyon, ich gehe aufs Boot und auf dem Boot rufe ich dich an. Okay, mach ich. Nicht nur das Land, sondern auch die ganze Reiseplanung soll heute komplett random sein. Selçuk hat mir also eine Bucketlist mit 3 Dingen vorgegeben. Wo genau ich lande, seht ihr später. Das ist meine Nummer. Und Daniel, ich wünsche einen schönen Tag. Say hello to Mazedonien. Mach ich. Dankeschön, Selçuk. Okay, vielen Dank. Ist gut. Jetzt schnell, wir haben schon ein bisschen später. Direkt den nächsten Flug nach Skopje buchen. Hi, können Sie mir sagen, wann der nächste Flug nach Skopje geht? Wenn du heute unbedingt nach Skopje willst, ein Trainingsstart ist über Zagreb 680 Euro. Boah. Okay, das sieht gar nicht mal so rosig aus. Ich wusste, ein spontaner Flug wird teuer, aber für 600 Euro kann ich auch nach Australien fliegen. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob ich es irgendwie dribbeln kann über eine andere deutsche Stadt. Bitte, Skyscanner, enttäusch mich nicht. Von Baden-Baden geht ein Flug, der viel günstiger ist. 16.35 Uhr, 140 Euro pro Person. Zug ist gebucht, Flug ist gebucht, ab nach Skopje. Schnell im Bus noch ein Hostel buchen und dann direkt zur Sicherheitskontrolle. Wir fliegen jetzt einfach nach Skopje. So random, aber so geil. Besten Platz im ganzen Flugzeug. Okay Leute, 10 Uhr abends stehe ich hier in der dunklen Seitenstraße in Skopje. Aber geil, ich freue mich auf die nächsten Tage. I got a reservation. Yeah. Und damit einen guten Morgen aus Skopje. Endlich mal ein bisschen Daylight hier. Und jetzt sieht man auch mal hier die Gegend ein bisschen. Nice. Nordmazedonien liegt im Balkan und hat 2 Millionen Einwohner. Skopje ist die Hauptstadt und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Überall hier ganz verrückte Statuen, fancy Gebäude. Also ist ganz schön hier eigentlich. Bucketlist Punkt Nummer 1. Altbazar. Bazar, yeah. Dieser alte, das ist osmanisch. Und cool. Das ist gut. Davor muss ich natürlich aber erstmal ein paar mazedonisch Basics lernen. Hallo. Zdravo. Zdravo. Danke. Hier müsste der alte Bazar sein. Das ist ein riesiger Markt und hier gibt's alles, was man will. Von Schmuck bis Süßigkeiten und gefühlt eine ganze Halle nur für Sneaker. What sizes do you have? 49? No. 44, maybe. Okay. Originale Nike-Sneaker natürlich hier überall. Für 2000 Denar. Bisschen über 30 Euro. Um alles noch ein bisschen zufälliger zu machen, entscheidet die Hostelbesitzerin das Restaurant für den Abend. I would like to eat some local food. Where can I eat? Did you already go to Kalabala? No. That is the place. Und da schauen wir jetzt mal vorbei. Im Restaurant waren zufällig auch 2 Dudes aus dem Hostel. Ich habe mich dann einfach zu den beiden gesetzt. What's your name? Tell me your name. Okay, my name is Dad, the traveling dad. Und jetzt ratet mal, wie der dritte am Tisch heißt. 3 dads at the table. Es ist wirklich komplett random wieder. Der Kellner hat dann mein Essen entschieden. You please just get me your favorite side dish and the main dish. So all of one. Cheers. Cheers, guys.
Republic. You took it seriously, there, okay. It's a little skill I picked up in the army. Am Ende wurden es eine Vorspeise aus Pilzen mit Kaimak, Schwein in Speckmantel und natürlich Rakia. The cheese is crazy. It's really nice. Den Abend haben wir im Hostel ausklingen lassen, was by the way eins der verrücktesten ist, in dem ich je war. Zumindest von den Leuten her. YouTuber Nummer 1, YouTuber Nummer 2. Crazy Typ, der in die Ukraine reist, vor einem Monat erst. Sag, wo warst du in der Ukraine? In Odessa. Show me your videos, like, okay. where you've been. I documented my Antarctica series. It's crazy. It's definitely on my bucket list as well. Crazy, was für Leute ihr seid. Und natürlich sind wir drei Daniels und Matt auch noch zufällig genau im selben Viererzimmer. Die reinste Random-Reise eben. Zweiter Tag, zweiter Bucketlist-Punkt. Dieser Matka, Canyon Matka. Das ist sehr, sehr, sehr gut, natural. One day ticket to the Canyon Matka, please. Am Busbahnhof habe ich wieder zwei Dudes aus dem Hostel getroffen, die auch zum Canyon wollten. Hi, Daniel. Hey, nice to meet you. Freunde, wir sind am Canyon Matka. Why is it there? Das ist einfach ein fucking Kajak mitten auf dem Berg. Wie versprochen habe ich natürlich eine kleine Bootsfahrt durch den Canyon gemacht. Also ohne Witz, die Natur ist dort wirklich 10 von 10 schön. Achso, und natürlich eine fette Tropfsteinhöhle gibt es dort auch noch. Wie fett ist dieser Staudamm bitte? It's crazy, eh? Beautiful. You have some very beautiful dogs. The eyes are blue. He has one blue eye. Enjoy your day. Yeah, enjoy your day. Bye bye. Nette Leute hier. Aber da war doch noch was. Ich gehe in diesen Canyon, ich gehe aufs Boot und auf dem Boot rufe ich dich an. Er geht nicht ran, ne? Das kannst du mir nicht antun, Selçuk. Jetzt bin ich extra durch ganz Europa gereist an diesen Canyon hier. Und jetzt gehst du nicht ran, Mann. Trotzdem, geiler Tipp, Selçuk. Danke dir. Noch ein Eis und Snack und dann mit dem Taxi zurück in die Stadt. How many kilometer? 30, 50. Very good, car. Very good, very good. Bye bye. Ich bin jetzt wieder im City Center und wir sind hier immer noch auf unserer Random Reise. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen was anderes probieren. Hello, excuse me. I want to give you 200 dana and you bring me to your favorite place in the city. What's your name? My name is Duk. Nice to meet you. Duk hat mich dann zu seinem Lieblingscafé gefahren. This is for Boza. Boza is special drink. Boza. Okay, I will try. Wish you all the best. Ciao, bye bye. Ciao. Also direkt mal den Spezialdrink Boza im Café ausprobiert. Das ist also Boza. Es hat einen ganz, ganz eigenen Geschmack. Boza wird, by the way, aus Hirse gebraut und hat mich so ein bisschen an Kakao erinnert. Would you like it? I really liked it, yeah. What can I give you? No, it's okay. No, no, I need to pay for it. That's no, good. It's okay. Really? Thank you very much, man. Hä, wie nett waren die denn drauf, bitte eben? Meine Haare sind ein bisschen zu lang geworden, also direkt mal den mazedonischen Barber im Viertel testen. Here with machine and here only a little, yeah. I make 300, please. Bye bye. Also ich finde, er hat es eigentlich gut geschnitten, nur das Gel oder Wachs am Ende hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Aber für 4 Euro kann ich mich eh nicht beschweren. Als ich durch die Stadt gelaufen bin, habe ich die ganze Zeit dieses riesige verlassene Piratenschiff gesehen. Also später mit Dan getroffen, um den Abandoned Place zu erkunden. Dan the man. Yes. Good. Also das war ein altes Hotel wahrscheinlich. Schaut euch mal bitte dieses scheiß Loch hier im Boden an. Someone's clearly had a barbecue and it's got a bit wrong. Und das einfach direkt hier mitten im Zentrum von der Stadt. Guck mal, hier aus dem Fenster sieht man direkt die Regierungsgebäude. Und direkt daneben auf dem Fluss vergammelt einfach dieses fette Schiff hier. By the way, ich finde so Leute wie Dan kennenzulernen und solche random Dinge zu erleben, sind eine der coolsten Sachen beim Reisen. Dieses ganze Alleinreisen-Ding generell finde ich ganz geil, weil du halt auf Leute zugehen musst und dadurch ergeben sich ganz coole Sachen. So kann ich jedem mal empfehlen. Nächster Tag und Punkt Nummer 3 auf der Bucketlist. Und Freunde noch in Skopje oder sowas? Ich wohne in Skopje. Wo wohnst du genau? Das ist Gostivar. Vielleicht schaue ich auch in Gostivar vorbei. Eigentlich wollte ich dorthin trampen. Hello, excuse me. Can you take me to Tetovo maybe? Das hat aber weniger gut geklappt. Schade, keiner Bock. War echt eine scheiß Stelle dort. So ist es eben manchmal auch. Also habe ich doch den Bus genommen und den fast noch verpasst. Gostivar Number 9? Yes. Das war ein Kampf gerade, Alter. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen aus Gostivar, der Heimatstadt von Selçuk. Gostivar liegt circa eine Stunde außerhalb von Skopje. Touristen soll es hier kaum geben und viele Infos habe ich online auch nicht gefunden. Deswegen frage ich einfach mal ein paar Leute hier vor Ort, was es hier zu sehen gibt. Excuse me, do you speak English? Do you speak English? Little. What do I have to see here? Baklava. You know a place? Record baklava. Yes. Looks nice. How is life in Gostivar? Bad. No money. No money? No. City in Germany? Frankfurt. Frankfurt? You know Frankfurt? Oh, friends? Frankfurt Mafia. Yeah. Very good city. All right, thank you, my friend. Have a good day. Bye, bye. Also direkt mal zu dem Baklava-Laden.
Normales Baklava 8,5 von 10, Schoko-Baklava 7 von 10. Habe ich mir geiler vorgestellt irgendwie. What is one thing that you like about Gostivar? The nature. The mountains nature. Around. Aber was er gesagt hat, ist mir auch schon aufgefallen. Die Stadt ist wirklich umzingelt von Bergen. Egal wo man hinschaut hier außen rum, man sieht überall Berge. Normal spreche ich die Leute auf den Straßen an. In Gostivar war es umgekehrt. Where are you from? I'm from Germany. Huh? Okay. What kind of shop is this here? What it's do you sell? Old-timer cars and bikes. What do you want to show me? Komm, wir gerade mit in den Keller rein. Thomas Pony. Ah. Okay, bye, thank you very much. Bye, bye. Hat mich direkt an seine Garage geführt, die ganzen Oldtimer gezeigt. Also, die Leute sind echt nett hier. Ich glaube, es ist fast egal, wo man hinreist. Wenn man sich auf Land und Leute einlässt, gibt's überall viel zu sehen. Schaut euch bei eurer nächsten Reiseplanung also vielleicht auch mal nach weniger besuchten Ländern um. Oder bestellt einfach ein Taxi ins Unbekannte.